ich euch heute zeige, macht man normalerweise Winter oder Herbst. Ich habe mal extra eins übrig gelassen von unseren Beuten. Was muss man mit denen machen? Ja, man muss ja erstmal sauber machen. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig, wenn das Ganze zu Boden fällt, aber das macht jetzt auch nichts zu zeigen. Außerdem ist das Regen schon kalt und ich wollte euch das schon immer wieder mal vorführen, was wir so machen, wie das Ganze so abläuft. Das ist mal beschert, so den groben Rest von dem vom Wachs. Innen drin ist auch ein bisschen Kupfer, das noch mal wo es halt geht. So. Da wo dann später die Bändchen aufliegen, sollte man anders machen. Ich nehme dazu eigentlich lieber eine Spachtel, aber normalerweise hat man den Stockmeister halt immer dabei, wenn man zu den Bienen rausgeht. Sprich, eigentlich das Werkzeug des Imkers. So. Jetzt sollte man meinen, wenn die sauber gekratzt sind, alles sauber genug. Nur leider ist dem nicht so. In den alten Wolken, auch wenn man keine Krankheit festgestellt hat, könnte sich trotzdem etwas verbergen. Keime, die dazu führen, dass die Bienen ein großes Problem haben. Daher flammt man das kurz ab. Auch das mache ich normalerweise draußen, hier zu erinnern. Und da muss gar nicht so lange hin. Anfangs habe ich da immer ewig lange hingeflammt. Sieht man auch, sind ganz schwarz. Mittlerweile weiß ich, dass schon eine kurze Hitze reicht von über 80 Grad und die Flamme hat wohl über 80 Grad, um 99,9% der Keime abzutöten. Sollte noch ein bisschen Propolis anhaften, das ist auch nicht schlimm, das schmilzt dann weg. Ich nehme die Polster nochmal um, damit wir oben leichter rein können. Ja. Die Aufsetzstellen mache ich dann immer mit. Weniger zur Desinfizierung, sondern dass die Wachsreste dran sind, dass es schön plan wird und sie besser aufeinander sitzen. Und natürlich auch von der anderen Seite. Sauber machen tue ich sie eigentlich auch nochmal mit Wasserstoffperoxid. Ich wasche sie also ab, das habe ich schon letztes Jahr gemacht. Ich habe sie nur nicht weiter behandelt. So, damit wäre die Beute an sich wieder einsatzbereit. Ich sollte die Beute natürlich außen auch mit dem Beutenlack streichen. Die habe ich mal nicht mit Lack gestrichen, sondern ich habe die außen mit Bienenwachs einziehen lassen. Das heißt, ich habe einen Deckel genommen, so einen großen Blechdeckel, habe der Wachs drin geschmolzen und habe dann die vier Seiten einzeln reingelegt. Dadurch sind die auch schön. Geht auch, aber ich muss sagen, ich bin damit nicht ganz so glücklich. Seit neuestem verwende ich einen speziellen Anstrich für Bienenbeuten. Nächste Arbeit ist genau das gleiche, was man mit den Beuten gemacht hat. Macht man natürlich auch mit den Rähmchen, man kann es die erstmal sauber. Und wenn die soweit sauber sind, hier ist es sauber, ist auch ein selbstgeräumtes. Ich empfehle euch, wenn ihr kauft und ihr stellt fest, da sind ganz dünne Drähte drin. Da werdet ihr so nach der ersten Honigernte, wenn ihr die Waben wieder rausnehmt und rausnehmen müsst, irgendwann mal ersetzen müssen. Wie das geht, das zeige ich euch in einem anderen Video. Mittlerweile gehe ich davon aus, ihr habt welche mit Bespannung. Aber die müsst ihr jetzt auch natürlich sauber machen. Die hier ist schon weitestgehend sauber, auch wahrscheinlich schon abgeflammt, aber ich mache das nochmal kurz. Ich zeige das mal ganz kurz, wie ich das mache. Also auch nicht viel anders wie bei den Beuten selbst. Deutsch. Ich gehe einmal kurz drüber. Auch dass man sich die Finger nicht verbrennt. Auf der anderen Seite genauso. Jetzt kann man so sehen, wie dann aus, wenn man die rausbricht. Teilweise sind da noch hier Propolis dran oder andere Wachsreste. Die muss man natürlich dann auch wieder runter machen. Ganz klar. Alles macht der Brenner auch nicht schmelzen. So. Thank you.
Ja, den Rest, den schmilzt der Brenner schon wieder zu. Und da sind sie gleich eingelassen. Sieht dann das Propolis und die, das Wachs wird flüssig und zieht halt ein bisschen mit Beuteln ein. Spielt jetzt keine große Rolle. Auch die Drähte ein bisschen abflammen. So. Die anderen zwei, die ich noch brauche, ich habe schon 6 Stück gemacht. 4, 10 solche Wabeneinsätze passen in eine Beute. Ja, den Rest werde ich noch herstellen. Dann zeige ich euch jetzt gleich, was als nächstes kommt, wenn man die alle fertig hat. Also wie gesagt, 6 habe ich schon gefertigt. 4 zeige ich euch jetzt, oder einen von den 4. Wenn man die neu betrachtet oder auch mal die Waben rausbricht, dann sind diese Drähte manchmal sehr locker. Da geht es, das oberste ist locker. Da gibt es so einen Drahtspanner. Ich habe einfach nicht gewusst, dass ich damit anfangen soll. Bis ich mir auch ein YouTube-Video angeschaut habe, man nimmt dann den Drahtspanner, setzt ihn da auf den Draht, drückt ihn zu, dann fährt man ein Stück weit runter und dann riffelt es so rein. Und dadurch spannt sich der Draht, bis er entsprechend gespannt ist. Weil nach, die ist sehr locker hier. Also, draufsetzen. Nur so viel, wie man tatsächlich braucht, um es zu spannen. Das kann man ein, zwei Jahre lang machen, dann hilft es auch nichts mehr. Ja, wenn die Diener es dann leichter haben und schneller ihr Waben aufbauen können, das würden sie auch so machen, wenn man die reinhängt, da bräuchte man die Drähte, dann würden die hier runterbauen. Aber man kann ihnen ein bisschen zuhelfen. Dazu gibt es schon diese Mittelwände. Und man braucht, um sowas, diese Mittelwände einzulöten, braucht man einen Trafo. Das ist dieses nette Teil hier. Man muss schauen, wo hier die Nägel sind. Die sind auf einer Seite mit dem Spanner der Nägel reingezogen. Da legt man das entsprechend drauf. Manche haben oben auch einen Schlitz, denn die dichten besser ab. Da sind die dann genauer drin. Da schiebt man die hier oben rein. Wenn es nicht sein sollte, dann lässt man möglichst wenig unten. Die Bienen schaffen sich sonst selber einen Weg. Nicht unbedingt immer positiv zu sehen, das sieht man, die schließt jetzt unten und oben gut ab. Dann legt man oben drauf, die sollte sich natürlich nicht wählen. Und dann muss man immer ein paar Sekunden nur Strom drauf geben, das werden die Drähte dann heiß und dann sinkt die Platte hier ein. Wenn man zu lange macht, dann fällt sie durch. So. Das reicht schon. Und das sieht man, ja, ist noch ein bisschen zu wenig, kann man noch ein bisschen machen. Das ist so eine Faustregel eigentlich, so 4 Sekunden. Dann passt es. Das erzählt von 1 bis 4 und dann sieht man die Drähte, die sind ein bisschen drin. Und nach diesem Wabenmuster bauen die dann schneller ihre Sachen wieder auf. Macht man normales auch im Winter, ist auch für eure Kinder ein nettes Beschäftigung, weil das echt einfach ist. Lass wieder schauen, wo sind die Nägel? Hier sind die Nägel. Das ist jetzt eine ohne diese Rille. Da sieht man gleich, dass es nicht ganz so gut anliegt, oben und unten. Man ist immer so, dass es unten gut anliegt, oben etwas Luft ist. Und dann diese Zählmethode. 21, 22, 23. Ja, 3 Sekunden, das reicht in dem Fall schon. Und ja, hier war es ein bisschen gewellt. Die Platte jetzt ist hier nicht ganz so dran, aber das macht nichts. Hauptsache sie hält. Vorsicht, die Drähte sind danach noch heiß. Hier habe ich meine selbst gedrahtet. Da sieht man, ich mache das dann nicht mit Nägeln, sondern ich mache das mit einem Tacker. Also mit solchen schönen kleinen Tackerklammern. Ziehe den Draht einmal durch eine Klammertacker und dann ziehe ich ihn zurück und mache die zweite Klammer drauf. Geht schneller
und man hat nicht so viel Arbeit damit. So, das ist auch nochmal eine solche, das ist eine sehr stark gewählte ältere Platte. Das ist ein bisschen gerade Richtung, wo man sie einlötet. Darauf achten, dass ihr hier keinen Kurzschluss baut, sonst geht euer Trafo kaputt. Also hier einen Kurzschluss machen ist schlecht, deshalb stecke ich das Ding immer gleich aus, wenn ich damit fertig bin. Damit mir das nicht auf Zufall passiert, legt ihr erstmal so die Fäden hin. Dann zeige ich euch nochmal den besagten Trafo. Hier gibt es, wie gesagt, überall im Fachgeschäft zu kaufen. Das ist so ein Niederspannungstrafo. Der hat 0 bis 38 Volt sekundär, aber halt einiges an Ampere. Darum ist er auch so schön schwer. Waben-Einlöt-Transformator für Niostrad-Draht. Niostrad-Draht ist der, wie gesagt, wenn ihr nachspannen wollt, kauft euch nicht den billigen, dünnen Draht, nehmt den dickeren Draht. Ihr habt viel mehr Folie dran, ihr könnt die Waben länger nochmal benutzen als mit dem weichen Draht, dem dünnen Draht, der euch schon nach dem zweiten Mal dann wahrscheinlich reißen wird, wenn ihr die Waben rausmacht. Wir benutzen die Dr. Liebig Bolten. Wir haben hier oben einen Metallrand, auf beiden Seiten ein bisschen eine Leerauflagefläche. Ja, und da legt man dann die rein. Am besten ist, man hat es hier schon bei einem sieht man es, bei anderen sieht man es nicht. Man beschriftet die von 1 bis 10. Weil man die nach dem Rausnehmen nicht unbedingt wieder in egal welche Form reinstecken sollte, sondern schon möglichst so, wie sie halt rausgekommen sind. Deshalb die Beschriftung. Da gibt es auch unterschiedliche Rähmchen. Manche haben hier oben diese Verdickung, mit denen arbeite ich lieber, weil man die auch leichter rauskriegt. So, das wird jetzt ein Honigraum. Wir haben schon Mitte April. Eigentlich kann man die schon früher aufsetzen, aber dieses Jahr war es uns zu kalt längere Zeit und das hat uns nicht so ganz gut gefallen. Also haben wir damit ein bisschen gewartet und versucht nie da eine Elfte reinzuquetschen. Ihr braucht dann auch Platz später, um die Waben frei zu brechen. Denn die Bienen haben die Eigenart, die gut zusammenzukleistern. Deswegen braucht ihr links und rechts ein bisschen Platz. Und so können wir das dann schon mal aufsetzen auf ein bestehendes Volk. Hier sieht man, ich habe da auf dieser Seite sind Striche drauf, damit ich weiß, in dieser Seite, so kommen sie rein. Wir nummerieren es jetzt nicht unbedingt durch, weil wir die immer der Reihenfolge nach rausnehmen, noch wieder reinsetzen. Und eine stellen wir immer oder hängen wir immer dazwischen. Nehmen dann einen Filzstift, mache hier auch nur noch einen Strich drauf, damit ich weiß, dass das die Seite nach da gehört. Und die Seite mit dem Strich ist bei uns immer die Fluglochseite. Dann tut man sich nicht mal wieder zurücksetzen, sondern heißt immer Striche, Flugloch. Natürlich kommt beim Beuten aufsetzen jetzt, das ist Honigraum, tun wir da noch zwischen der ersten Beute, dem Brutraum und dem Honigraum, ein Metallgitter, durch das die Königin normalerweise nicht durchkommt. Damit die nicht oben im Honigraum auch anfängt zu legen, denn dann habt ihr danach ein Problem, wenn ihr den Honig schleudern wollt. Ihr könnt nur Waben ohne Brut schleudern. Und um das zu verhindern, baut man einfach so ein Königinnen-Sperrgitter ein. Das kostet nicht viel. Ich kann euch mal eins zeigen. Ich habe eins draußen, das muss auch noch abgeflammt werden. Das Gitter sieht also so aus. Ich mache ein bisschen Licht, dann sieht man es vielleicht besser. Wobei man es eigentlich relativ gut sieht. So. Und die Gitterabstände, diese Abstände hier sind nur so groß, dass eine normale Biene durchkommt. Die Königin hat einen dickeren Hinterleib, die kommt da nicht durch. Wie man sieht, haben das auch die Bienen mit Propolis vollgebaut. Und auch keine Krankheiten weiterzugeben. Flammen wir das auch ab. Hier ist eigentlich was durch. Mach das, was da ist. Mach das, was da ist. Mach das, was da ist. So.
dieses Gitter kommt jetzt zwischen Wutraum, der ist unten, und Honigraum oben. So, das ist so reingelegt, passt auch genau da rein. Wie gesagt, die normalen Bienen kommen durch, die Königin muss unten sitzen bleiben. Das war es auch schon für heute. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Ja, was man im Frühjahr noch machen muss, bevor man den Honig überhaupt drauf setzt, wir setzen immer drauf, kurz bevor wir sehen, dass die Kirschblüte, da stehen Kirschbäume, anfängt und ihre Bällenbäume, setzen wir die drauf, weil da die Haupttracht ist. Aber ganz am Anfang des Frühjahrs, wenn es schon ein bisschen wärmer ist, also dieses Jahr war es so Mitte, Ende März, haben wir das Flugloch ausgetauscht. Wir haben immer eins auf Ersatz, also mindestens eins. Das wird dann im Herbst schon sauber gemacht über den Winter, gereinigt, desinfiziert. Und im Frühjahr nehmen wir dann das raus und tun es neu unten rein, das Flugloch. Warum? Da liegen Totbienen drin, es ist ein bisschen Schimmel drin, es sind noch ein bisschen Milben drin. Auf jeden Fall sollte man das einmal im Jahr dann auch sauber machen, bevor man die Bienen wieder zum Flug eigentlich rauslässt. Ja, wir haben das gemacht, wenn wir sehen, dass die ersten ein, zwei Tage, wo es dann so warm ist, dass das Fliegen anfangen, dann gehen wir entweder früh, wenn es noch kühl ist, oder halt spät abends, wenn es nicht mehr fliegen, hin und tauschen das Flugloch aus. Ihr wisst, was ich für Likes halte. Liken ist okay. Ihr müsst nicht abonnieren, ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich. Ich will mit dem Kanal jetzt nicht unbedingt was verdienen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.